Herzlich willkommen zu einem neuen Video und heute schauen wir uns ein Thema an, das für mich nicht neu ist, aber ein Ticken anders ist. Wer sich ein paar Videos angeschaut hat, weiß wahrscheinlich, dass ich sehr stark aus der Linux-Ecke komme ursprünglich und deswegen mit Linux sehr vertraut bin, mit Windows natürlich auch Kontakt hatte, vor allem natürlich auch als Pentester, aber eher aus der Security-Schiene her und weniger aus der Administrationsschiene. Gerade in letzter Zeit und vor allem auch in den letzten 2 Jahren habe ich mich verstärkt mit Windows auseinandergesetzt, auch beruflich bedingt. Und da ist tatsächlich eine sehr interessante Sache gewesen für mich, und zwar, egal welches Thema man sich anschaut, ein Thema näher kennenzulernen und Sachen auszuprobieren in einer Live-Umgebung ist immer unglaublich spannend. Und was ich tatsächlich bis heute nicht gemacht habe, ist mir mal selber eine Windows-Testumgebung aufzusetzen. Ich hatte natürlich den ein oder anderen Testserver hier, eine Test-VM da etc., aber nie einen Hyper-V-Server, auf dem ich mehrere VMs am Laufen habe, wo ich einfach mal rumprobieren kann, die nicht von jemand anders aufgesetzt worden ist, sondern tatsächlich von Grund auf von mir installiert worden ist. Und genau das werden wir heute in dem Video anfangen. Und ich setze jetzt heute mal so ein bisschen den Grundstock. Der Server ist schon installiert, wir werden Hyper-V-Manager installieren, wir werden die erste VM installieren, aber, und das ist ganz wichtig, macht Vorschläge, was wir dann mit dem Lab machen, was wir dann als nächstes installieren, egal ob es das Active Directory ist, ob wir uns schauen, dass wir uns einen Exchange-Server als Evaluierung irgendwo herziehen, ob wir vielleicht Print-Server oder Group-Policies oder keine Ahnung, was auch immer wir uns anschauen sollen, macht einfach Vorschläge und ich werde mir dann das rauspicken, was ich interessant finde. So wie erstmal zur Vorschau und jetzt viel Spaß mit dem Video. Hier bin ich auf meiner nagelneuen Windows 2019 Server Data Center Kiste und das klingt alles sehr fancy, ist aber tatsächlich einfach nur ein alter Desktop-Rechner, den ich umgemodelt habe und Windows 2019 Data Center installiert habe. Was ich schon mal gemacht habe, ist, wir haben hier auf der SSD das Betriebssystem an sich und wir haben hier 4 alte Festplatten, alle so um die 2 Terabyte groß, und daraus haben wir ein RAID 5 gemacht. Das heißt, wir haben jetzt also ungefähr 5,5 Terabyte an Speicherplatz zur Verfügung, auf der wir die ganzen VMs installieren können. Die sehen wir hier. Und da habe ich schon mal 2 Ordner angelegt. Einmal Install, da werde ich später so ISOs und solche Späße reinhauen. Und einmal Hyper-V, da sollen dann letztendlich die VMs landen. Jetzt gehen wir mal ganz kurz in den Server Manager. Und das ist eigentlich recht easy. Das hat wahrscheinlich eh jeder schon mal gemacht oder vielleicht zumindest schon mal irgendwo gesehen. Wir werden hier einfach Features installieren, und zwar Rollen- und Feature-basierte Installation auswählen und den Server auswählen. Da sehen wir nochmal Windows Server 2019 Data Center, und da werden wir einfach hier ein neues Feature dazu nehmen, und zwar Hyper-V mit dem ganzen Schmodder, der da dazukommt. So, ausgewählt, weiter. Hier brauchen wir jetzt erstmal nichts. Wir könnten hier noch diese Hyper-V-Unterstützung durch Host Guardian installieren. Dafür bräuchten wir aber tatsächlich einen Host Guardian Server. Und das ist auch nur in der Data Center Version verfügbar. Deswegen lassen wir das da jetzt erstmal weg an der Stelle. Können wir immer noch installieren, wenn wir es tatsächlich mal brauchen. Aber alle, die jetzt nur einen 2019 Standard Server zum Beispiel haben und es nachmachen wollen, hätten diese Option hier eh nicht verfügbar. Und die Data Center ist ja nicht die günstigste Lizenz. So, schauen wir mal weiter. Wir brauchen hier einen Netzwerkadapter für die virtuellen Switches. Wunderbar. Hier könnten wir jetzt noch zulassen, dass Live-Migrationen von virtuellen Computern gesendet oder empfangen werden können. Das macht Sinn, wenn wir mehrere Rechner haben, wo wir VMs installieren wollen. Machen wir in dem Fall aber nicht, weil ich nur diese eine Kiste habe mit Windows Server. So, da wird es jetzt interessant. Wir müssen festlegen, wo Sachen standardmäßig gespeichert werden sollen. Für die VHD-Dateien machen wir hier quasi Hyper-V Virtual Hard Disk, und Standard-Speicherort für die Konfigurationsdateien soll hier liegen. Da könnten wir jetzt tatsächlich uns überlegen, dass wir zum einen, hatte ich hier ja schon was vorbereitet, da will ich definitiv Storage Hyper-V das Ganze machen. Wir könnten aber tatsächlich sogar einen Schritt weiter gehen und hier einmal VHD machen und einmal VMs machen. So, dann haben wir quasi für die VHDs die ganzen Speichersachen hier und, ups, nicht Netzwerk, Storage Hyper-V VMs. Die ganzen Konfigurationsdaten hier. Das heißt, wir haben alles auf diesem Storage. Und wenn uns das abbraucht, ist alles weg. Zielserver bei Bedarf automatisch neu starten würde bedeuten, dass wenn wir das jetzt hier installieren und er muss neu starten, macht er es automatisch. Das werde ich jetzt nicht tun, weil ich im Hintergrund gerade noch Downloads von den ISOs am Laufen habe. Deswegen werden wir das jetzt einfach ohne den automatischen Neustart installieren. So, genau hier sind wir jetzt eben nämlich genau an dem Punkt angelangt,
Neustart ist erforderlich, werden wir aber an der Stelle jetzt noch nicht machen, weil, wie gesagt, ich noch auf die Downloads warte. So, jetzt sind die Downloads endlich abgeschlossen. Die liegen hier auch schon in dem Install-Ordner. Ich habe einmal 2016 und einmal 2019 Evaluation ISOs runtergeladen. Und wer sich fragt, wo ich die her habe, die habe ich einfach hier aus dem Microsoft Evaluation Center. Also sprich, die kann sich jeder herunterladen, wer möchte. Und hier gibt es auch einen Microsoft Hyper-V-Server als Evaluierungsversion, die man nutzen kann. Wer also das ganze Lab hier nachmachen möchte und sich keine Data Center Lizenz kaufen möchte dafür, kann das ausprobieren. So, ich starte jetzt mal schnell den Rechner neu und dann schauen wir mal, wie wir hier weitermachen. So, da wären wir wieder und jetzt sieht das Ganze auch schon mal ein bisschen schicker aus. Tatsächlich habe ich das aber nicht gemacht, damit hier alles grün ist, sondern damit wir den Hyper-V-Manager haben. Tatsächlich muss ich jetzt mal ganz kurz schauen, ob es hier den Failover-Cluster-Manager gibt. Den gibt es scheinbar nicht, weil wir nicht Teil eines Clusters sind. Das heißt, wir können hier tatsächlich sowieso nur den Hyper-V-Manager, also sprich den lokalen, hier verwenden. So, machen wir den mal groß. Und das ist unser Server, HV01. Da machen wir jetzt mal eine neue virtuelle Maschine. So, diese Seite brauchen wir nicht mehr angezeigt bekommen. Ja, wie nennen wir denn das erste Kind? Das ist tatsächlich die große Frage, was wollen wir eigentlich mit unserem Lab machen? Und ich persönlich möchte als erstes Projekt mal WebJaya installieren. Das werden wir nicht mehr im heutigen Video machen, aber wir werden heute schon mal die erste Maschine dafür vorbereiten. Wir können aber definitiv auch hier weitere Sachen machen, wie zum Beispiel einen Active Directory Server zu installieren oder andere Geschichten, was euch so einfällt. Schreibt mir also die Vorschläge in die Kommentare. So, virtueller Computer in einem anderen Speicherort steuern. Nein, das soll hier in den VMs liegen. Das passt soweit. Generation sollte eigentlich die zweite Version sein, weil das Ganze UEFI unterstützen sollte. Wenn wir dann Probleme reinlaufen, dann werden wir das schon sehen. Und ich bin ein Sparfuchs, deswegen kriegt mein neuer 2019 Server nur 2 GB RAM. Liegt unter anderem daran, weil der Rechner aktuell nur 16 GB hat. Ich habe die zweiten 16 GB dafür noch nicht gekauft. Das werde ich auch noch irgendwann machen. So, hier haben wir unseren Virtual Switch. Da haben wir tatsächlich nur einen. Wir nehmen den jetzt mal hier für die Installation her, aber ich möchte mich definitiv auch noch mit dem Thema beschäftigen, wie wir hier ein bisschen virtuelle Netzwerke erstellen können. Für jetzt sollte es aber erstmal so reichen. Die Festplatte sollte hier unter VHD liegen. 127 GB sollten theoretisch reichen, bis wir wahrscheinlich mit irgendwelchen Windows-Updates da die 127 GB knacken. Aber das ist mir jetzt erstmal auch egal. Dann können wir ja später mal testen, wie einfach sich so eine Festplatte erweitern lässt. So, Betriebssystem zu einem späteren Zeitpunkt installieren. Nein, das wollen wir nicht. Wir wollen es gleich installieren. Und dazu gehen wir in den Install-Ordner und nehmen den 2019 Version. Also erster Server wird ein 2019er. Weitergehen. Gut, da zeigt uns nochmal hier schön die Übersicht. Neuer virtueller Computer wird erstellt. Und jetzt werden wir herausfinden, ob wir auf die Nase fallen oder ob das Ganze funktioniert. Schauen wir mal, wie einfach oder kompliziert Hyper-V wirklich ist. So, verbinden. Es ist noch ausgeschalten. Wir starten das Kind. Ja, press any key. Schauen wir doch mal. Lädt, schon mal vielversprechend. Ja, und wir sind im Installationsmenü. Gut, da gehen wir jetzt mal ganz schnell durch. Das ist Standard, das sollte jeder irgendwo schon mal gesehen haben. Spätestens bei der Windows 10 oder Windows 7 oder Windows XP Installation. Gut, was nehmen wir? Standard-Evaluierung, Data-Center-Evaluierung. Es ist tatsächlich egal, mit der Lizenz, die ich hier habe, kann ich alles Mögliche nehmen. Wenn ihr das über Evaluierungen tatsächlich macht und keine Lizenzen kauft, ist es auch egal, aber es ist halt dann zeitlich beschränkt. Wir wollen auf jeden Fall was mit einer Desktop-Darstellung und ich nehme hier mal den 2019er. Warum auch nicht? So, ich akzeptiere alle Lizenzbedingungen und wir machen hier eine komplett neue Partition für unsere gigantischen 127 GB. Wunderbar. Springen hier weiter und jetzt warten wir wahrscheinlich eine halbe Ewigkeit, bis das Ganze hier rüber kopiert ist. So, inzwischen ist die Installation von der VM abgeschlossen und wir können uns hier mal anmelden. Steuerung Alt entfernen kann ich hier da natürlich nicht drücken, weil sonst wird es mich aus meiner Konsole hier raushauen, aber wir können hier einfach den Button da oben nutzen.
So, da das eine ganz neue VM ist, dauert das alles noch ein bisschen und wir müssen uns hier erstmal zum allerersten Mal an unserer neuen Maschine anmelden und warten, bis das Benutzerprofil erstellt wurde. So, das ging jetzt für euch wesentlich schneller als für mich. Möchte ich, dass dieser PC automatisch gefunden wird? Nein, möchte ich nicht. Diese Meldung soll nicht mehr angezeigt werden. Und für mich der wichtigste Schritt, eine der wichtigsten Sachen, die ich unter Windows gelernt habe, ist dieses Ding hier nicht mehr beim Starten automatisch mitstarten. Weil wenn ich den Server Manager brauche, dann starte ich den selber. Vielen Dank. So, als allererstes möchte ich mal schauen, welche IP-Adresse wir eigentlich bekommen haben. Und man merkt schon, noch ist das System recht träge. Ich hoffe, dass es nicht an den 2 GB RAM liegt, sondern dass es einfach daran liegt, dass es noch Sachen lädt. So, PowerShell, Flieg und Sieg. IP-Config, /all, was haben wir denn hier? Wir haben hier eine 192.168.178, also das gleiche wie unser Lab-Netzwerk hier, wo der Rechner drin steht, und die 38. Das heißt, wir müssen die eigentlich direkt pingen können. 192.168.178, wenn ich mich jetzt gerade nicht vertan habe. Ja, genau. Können wir nicht. Interessant. Also wird wahrscheinlich Firewall oder sonst irgendwas dazwischen sein. Pingen wir mal in die umgekehrte Richtung. Auch das geht nicht. Das heißt, wir müssen mal rausfinden, woran das liegt. GetNetAdapter. Halt, das wollte ich gar nicht. Ich wollte GetNetConnectionProfile. Das wollte ich eigentlich wissen. Mal sehen. Okay, wir sind in Public. Das ist natürlich schon mal ungut. Was wir nämlich wollen, ist Interface Alias Ethernet in Network Category, glaube ich, war es. Private müsste das sein. Also ich möchte im Endeffekt, dass dieses Interface nicht public ist, sondern im Private Connection Profile ist. Schauen wir mal. Private. So, wunderbar. Dann schauen wir nochmal, ob der Ping jetzt geht, weil natürlich im Public Profil die Firewall recht eng eingeschränkt ist. So. Das geht immer noch nicht. Das können wir gleich hier auch nochmal ausprobieren. GetNetConnectionProfile. Da haben wir auch Public. Wahnsinn. So. Interface. Alias ist Netzwerk 2. Warum auch immer das hier Deutsch ist. Network Category. Private. Na, sage mal. Habe ich mich vertan? Achso, oh Gott, ist das echt der der Interface-Alias. Wahnsinn. Na gut, wenn er das so will. Dann will er das so. So, GetNetConnectionProfile privat. So, Ping. Schauen wir mal. Mag aber immer noch nicht. In beide Richtungen geht da nichts. Dann machen wir jetzt mal ganz kurz das, was man niemals machen sollte, nämlich die Firewall aus. So, Firewall ein- und ausschalten, deaktivieren. Jetzt gleich auf der anderen Seite. Firewall. Na komm. Ist ein bisschen träge, der Kleine. Auch aus. Aber und schon geht es. Also es ist tatsächlich eine Firewall-Einstellung. Wir sind hier in dem gleichen Bereich. Und eine Sache möchte ich jetzt noch kurz testen. Und dazu springe ich schnell hier auf meine Windows-Kiste, auf der ich die Aufnahmen mache und die Videobearbeitung. Die sind nämlich theoretisch am gleichen Switch angesteckt. Das heißt, hier müsste ich eigentlich auch die 38 jetzt pingen können. Okay, also es ist tatsächlich so, dass dieser Switch in der Standardeinstellung einfach nur ein Bridged Interface macht und wir sind hier komplett im gleichen LAN mit den VMs, wie wir das auch mit der Hardware-Server-Kiste sind. Das ist schon mal gut zu wissen. Jetzt mache ich erstmal die Firewall wieder an, bevor wir uns da irgendwas einfangen.
So, die hier zu, auf der Seite genauso. Wunderbar. Das können wir auch wieder schließen. Und das können wir auch wieder schließen. So, das erstmal soweit. Jetzt wissen wir zumindest schon mal, wie wir netzwerktechnisch ausschauen. Das heißt, wir müssen auf jeden Fall vielleicht im nächsten Video uns hier die V-Switches noch genauer anschauen. Ja, das war's schon wieder für heute. Vielleicht hätte ich vorher noch sagen sollen, dass der Rechner, den ich für das Lab vorbereitet habe, nicht der allerstärkste ist, weshalb alles so ein bisschen länger gedauert hat. Für euch nicht allzu tragisch, weil ich natürlich viel schneiden konnte, aber für mich hat sich das ganz schön hingezogen. Nichtsdestotrotz, es wird noch Hardware-Upgrades geben dafür und jetzt warte ich ganz klar auf euer Feedback, auf euer Input, was sollen wir als nächstes mit der Kiste anstellen. Und ja, WebJR habe ich ja schon vorbereitet, das werden wir auf jeden Fall erstmal in dem nächsten Video machen. Da erfahrt ihr dann auch, was das Ding eigentlich ist. Für heute mache ich aber erstmal Schluss, euch ein schönes Wochenende, abonniert den Channel, wenn ihr es noch nicht gemacht habt und den Newsletter und wir sehen uns beim nächsten Mal. Ciao.